Ja, also hier sind wir bei uns in der Brennerei. Wir haben hier eine 600 Liter Verschlussanlage und hiermit machen wir den Whisky. Wir haben ja auch eine Brauerei. Von der Brauerei hole ich dann die Whisky-Würze. Die wird dann hier im nächsten Raum wird sie vergoren. 4 Tage ungefähr ist die Vergärung. Und dann geht es hier ab in die Brennereianlage und wird dann innerhalb von 6 bis 8 Stunden dann gebrannt. Und ja, wir haben eine Kolonne dabei mit 5 Böden, wobei bei dem Brennen halt tatsächlich immer nur ein Boden aktiv ist. Also wir verstärken nicht so extrem, sodass wir halt auch mehr Komplexität in das ganze Produkt bekommen in der New Make. Wieso habt ihr euch für Köthe entschieden? Köthe? Ja. Köthe hat ein gutes Angebot gemacht. Die waren mehrmals hier und es hat ganz gut geklappt von der Beratung her. Mhm. Die erste Anlage, die ich bekommen habe, eine kleine Geistanlage, die habe ich auch von Köthe. Mhm. Und ja, das ist eigentlich eine gute Firma. Und Gerste, wo bezieht ihr das denn? Das Malz bekomme ich entweder von Weiermann aus Bamberg, teilweise auch aus Belgien, von Castle Malt. Mhm. Zwischendurch habe ich auch eine Charge von aus Kulmbach bekommen, aber hauptsächlich halt Bamberg und Belgien. Sehr gut. Und Hefe? Hefe ist von Fermentis. Aha. Haben wir die Whisky-Hefe von Fermentis, mit der bin ich sehr zufrieden auch. Das ist eine sehr gute Hefe. Und ja. Das ist so das, was wir brauchen. Wir machen ja verschiedene Chargen dann auch. Dafür brauchen wir halt die belgische Brennerei, da bekommen wir das torfige Malz her. Und die anderen Malze dann hauptsächlich aus Bamberg. Und jetzt haben wir letztes Jahr dann angefangen, auch buchenholzgeräuchertes Malz zu verwenden, weil ja im Moment die Sache mit dem Torf immer knapper wird. Die Schotten wollen es ja lieber selber behalten und entsprechend die Preise erhöhen. Deswegen haben wir jetzt mal Alternativen gesucht und haben dann Whisky mit Buchenholz geräucherten Malz dann hergestellt. Und das wird ein richtiger Schinken-Whisky dann. Und alles zweifach destilliert oder wie machst du das? Es wird nur einmal destilliert. Genau, das. Okay, einmal rüber und dann die. Der andere allerdings ist so konzipiert, dass man tatsächlich beide Wege fahren kann. Man kann tatsächlich klassisch zweifach destillieren, wie die Schotten, oder halt die Kolonne nutzen. Das geht also mit dieser Anlage wirklich dann beides. Du hast gesagt Verschlussbrennerei. Was heißt das für die Leute, die es nicht so gut kennen? Ja gut, wir müssen natürlich bei der Whisky-Herstellung, da ist ja der Zoll mit involviert, weil wir Alkohol herstellen. Ne? Es ist ja keine offene Anlage, wo der Alkohol nicht erfasst wird, sondern es ist tatsächlich alles verplombt. Es ist doppelt verrohrt. Wir haben am Ende hier, sieht man eine Zähluhr. Das heißt, wenn ich hier einmal meine vergorene Whisky-Würze reingebe, die Klappe zumache und das Ganze aufheize, dann geht der Weg zwangsweise durch die komplette Anlage. Zwischendurch darf nichts oder kann auch gar nichts abgezwackt werden, sodass der Zoll auch tatsächlich sicherstellen kann, dass er die Alkoholsteuer dann auch erfassen und auch bezahlt bekommt. Ne? Das ist das Wichtige bei einer Verschlussanlage. Super, und wie viel Liter Alkohol produziert ihr im Jahr im Durchschnitt oder bisher? 2000 Liter halt, ungefähr. Sehr gut. Gut, dann werden wir ein bisschen jetzt hier laufen. Erzähl mal, wo wir hinlaufen und was wir da tun, ja, Peter? Wir gehen jetzt in den nächsten Raum, da stehen dann die Gärtanks und noch eine kleine Geistanlage. Super, okay, gut, dann laufen wir hin. Das ist relativ jetzt hier alles dicht beieinander. Du hast vorhin erzählt, du bekommst jetzt hier die Würze dann da, selbst von meiner Brauerei. Die Brauerei ist, glaube ich... Die ist im nächsten Stadtteil, die ist in Köln-Ehrenfeld. Das ist auch unsere eigene Brauerei. Mhm. Das ist eine kleine Gasthausbrauerei. Mhm. Wir machen im Jahr dann ungefähr 400-500 Liter Bier mit Gaststätte dabei. Und mein Brauer produziert mir dann die entsprechenden Whisky-Würzen. Mhm. Die fahren wir dann hier rüber. Das heißt, es wird dort gemahlen, da kommt Wasser hinzu, aber das war alles erst einmal, ja? Genau, es ist ein Maischprozess, das heißt, man holt den Zucker aus dem Malz sozusagen, das ist der Ziel des Maischens. Ja. Das Ganze wird abgeläutert, wir machen ja eine Würzevergärung, also keine Weichevergärung. Mit Korn, ja genau. Genau.
Und gut, das wird dann hier in diesen diese Gärtanks gepumpt. Wir machen immer 2 Chargen pro Woche dann, sodass wir die Tanks dann voll bekommen, die 3 600 Liter Tanks. Und gären dann 4 Tage mit unserer Whiskyhefe und dann wird es dann halt gebrannt. Ne? Das ist so der Vorgang hier. Wir kommen dann auf ungefähr 9% Alkohol. Wird ziemlich hoch vergoren das Ganze, sodass wir wirklich auch eine gute Ausbeute haben. Und ja, das funktioniert gut. Eine Temperatursteuerung dafür und können das Ganze natürlich dann auch kontrolliert vergären. Sehr, sehr schön. Also schaut man oft 20.000 Liter Gärtanks, Deutschland oft 5.000 und du hast 600. Man merkt ein kleines bisschen jetzt hier die Dimension, mit denen wir hier erstmal zu tun haben. Ja. Also wir reden über in Schottland manchmal 2 Millionen Liter produzieren sie, in Deutschland manchmal 200.000 oder sogar 20.000 und du bist bei 2.000 Liter. Ich möchte das einfach für mich nochmal über die Zunge gehen lassen, wie, ich sag mal, Mikro ihr hier wirklich seid. Was ist das hier daneben? Das ist auch ein Mikro niedlich. Ja, das ist eine kleine Anlage, da passen 100 Liter rein. Das ist eine Geistanlage, das heißt, mit der darf ich dann auch keinen Alkohol herstellen. Die habe ich 2016 gekauft. Die stand vor 3 Jahren, ne, vor 4 Jahren, noch in der Brauerei, in dem Keller. Und da haben wir dann angefangen zu brennen. Ich mache eigentlich nur Whisky, sondern auch Gin und Geneva. Und das haben wir damit angefangen und tatsächlich auch den ersten Whisky. Obwohl es jetzt nicht zur Alkoholherstellung ist. Der Weg ist dann ein anderer. Ich habe halt von einer Kornbrennerei einen Rohbrand gekauft und den dann mit der kleinen Anlage zum Feinbrand gebrannt. Das ist natürlich dann auch erlaubt. Ansonsten Alkohol herstellen darf man damit nicht. Aber wenn er schon mal steuerlich erfasst ist, ist das kein Problem. So konnten wir dann 2019 den ersten Kölner Whisky dann auf den Markt bringen mit dieser kleinen Anlage. Okay, genau. Wir erzählen bei Hubble immer wieder, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Geist und einem Brand. Also machst du das auch ganz kurz erzählen für die Leute, die es nicht verstehen, was heißt, man kann vergeisten hier, aber nicht Alkohol erzeugen? Ja, also bei einem Geist legt man entweder sogenannte Botanicals oder auch Früchte für einen Obstgeist in Alkohol ein. Der Alkohol zieht dann die Aromen aus den Botanicals oder den Früchten und so hat man dann praktisch diese Aromen in dem Alkohol gelöst und kann dann beim Destillieren, das ist eigentlich nur noch ein Verfeinern von dem ganzen Produkt, das Ganze abdestillieren, Alkoholdampf und die Aromen gehen dann mit dem Dampf übers Geistrohr, werden abgekühlt, kondensiert und laufen dann als Geist, ob es jetzt ein Kräutergeist ist oder ein Obstgeist, in der Vorlage raus und so haben wir dann praktisch unser Produkt gewonnen mit den ganzen Aromen. Super. Ein Brand wäre zum Beispiel Himbeeren. Man nimmt 2 Tonnen Himbeeren, lässt sie vergären und dann aus dem Alkohol daraus, was gewonnen wird, kann man das destillieren. Und das ist sehr viel aufwendiger, sagen wir mal so. Aber das ist das, was wir beim Whisky immer tun. Wir haben einen, wir brennen hier. Genau. Sehr gut. Und jetzt sind wir hier in unser Fasslager. Erzähl mal ein bisschen, Peter, her. Gut, wir haben uns hier so ein Regal aufgestellt mit 3 Etagen und haben jetzt unterschiedlichste Fässer hier. Wir haben natürlich klassischerweise Bourbonfässer da, die bekommt man ja günstig, weil die Amerikaner immer schnell loswerden müssen, die dürfen die ja nur einmal belegen. Deswegen ist das natürlich immer ein guter Deal und sehr aromareich sind die Fässer meistens auch, das macht natürlich dann auch Spaß. Ansonsten haben wir ja Barrex mit aus Portweinbelegung, Sherry, Madeira. Wir haben von der Folge haben wir die kleinen Quarter Cask dabei. Ja, blau und da oben, ja, blau Deckel. Und ganz hinten haben wir dann noch kleinere Fässer. Wir haben auch dann nochmal 50 Liter Fässer, die sind dann auch teilweise fürs Finish gedacht. Und teilweise auch übrigens von den ersten Chargen mit der kleinen Anlage, da haben wir auch nur kleine Fässer belegt. So fing das Ganze an. Sehr, sehr gut. So, ich sehe noch kein Butts, das heißt, du hast was Sherry Hogsheads und Port, wahrscheinlich Hogsheads oder was, welche Größe waren das? 200 Liter, 250, 300? Ja, 250 haben wir auch eins dabei, ansonsten halt Barrick 225 und das amerikanische Standard Barrel mit 190 Liter. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Können wir nach hinten einfach mal gehen und ein bisschen das schauen, was da ist? Ich lasse einfach mal hier schauen. Hier steht zum Beispiel Jim Beam beim Claremont Springs Distillers. Das ist immer sehr, sehr schön. Du hast dein eigenes Logo auch hier mit drauf, der Pittermans Brennerei. Sehr schön. Ist das jetzt hier ein Virgin Oak Fass? Ist das ein neues Fass oder ist das auch schon benutzt in Nord? Das hier ist ein Sherry Fass. Ja. Das ist Virgin Oak. Genau. Oh, wo alle Leute fragen, wie lecker das schmeckt oder wie doof das ist jetzt hier mit dem Leck. Ja. Also, hast du schon ein Fass gehabt, was ausgelaufen ist? Haben wir auch schon gehabt, ja. Aber gut, man sollte die Fässer, auch wenn man die geprüft bekommt, trotzdem selber nochmal prüfen. Das ist eigentlich immer ganz wichtig. Ja. Okay, sehr, sehr gut. Dann gehen wir einfach mal weiter nach hinten, wenn das okay ist. Und dann schauen wir mal hier, was wir denn an kleineren Fässern haben. Und dann, so du sagtest, die ersten Fässer. Erzähl mal ein bisschen, was hier unten ist denn hier. Das sind 50 Liter, oder? Genau, hier haben wir 50er, wir haben auch noch 20er. Da. Okay, das war, 20 wäre ein Blood Tub, oder? Oh, oder das ist okay. Nicht, ja. In der Fachcommunity wird immer wieder gestritten, wie man was nennt und so weiter. Ja, ja. Ich habe gerade jetzt einen Whisky gehabt aus einem Hogshead und der war 310 Liter groß, das Hogshead. Oh, okay. Ja. Also es ist nicht genormt alles, das muss ich einfach immer wieder so sagen. Ja. Das sind auch Quarter Casks, oder? Das sind auch Quarter Casks. Ja, okay. Lafroig oder was anderes? Das ist Lafroig, ja. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, die sind toll, die Fässer. So, wie viel Liter Alkohol hast du jetzt hier? Das heißt, ich zähle, keine Ahnung, 40 Fässern oder wie viel ja, andere? Das ist eine gute Schätzung. Ja, genau, 40 mal 200 heißt dann da, du hast gut 8000 Liter hier. Whisky, alles Whisky, was in den Fässern liegt? Oder hast du was anderes? Ja, genau. Sehr gut, das heißt, du hast 4 Jahre schon vorproduziert. Und jetzt bist du dabei, endlich auch Whisky, ich sag mal, zu verkaufen. Richtig, genau. Wir müssen mal ganz kurz darüber reden, wie bist du auf diese verrückte Idee gekommen? Ja, Whisky produzieren ist jetzt ja nicht so verrückt, ja. Aber letztendlich... mitten in Köln schon ein kleines bisschen. Ja, mitten in Köln, gut, ich bin von Haus aus bin ich Braumeister, habe in Weinstephan studiert und habe in verschiedenen Brauereien gearbeitet und... letztendlich vor über 20 Jahren eine eigene Brauerei aufgemacht hier in Köln. Und ja, als Brauer ist man ja schon so halb in dem Thema Whisky drin. Man kennt das Malz, man kennt die Vergärung. Ich habe auch dann viele Biere auch in Holzfässern schon gereift. Das heißt, so dieses Fassmanagement hatte ich auch schon so ein bisschen drauf. Und ja, es fehlte noch das Brennen. Und da wir halt auch bei mir im Brauhaus sehr viel Wert darauf legen, eigene Produkte zu produzieren, also nicht nur das Bier, sondern wir backen auch selber Brot und verwerten den Treber und das Malz für Gerichte im Brauhaus, haben wir gesagt, okay, wir brauchen eigene Spirituosen. Und das Naheliegendste ist natürlich dann der Whisky für einen Bierbrauer. Und so ging es dann eigentlich los. Ne? Wir haben erstmal tatsächlich in einer anderen Brennerei Bierbrand machen lassen. Und gesagt, okay, das ist jetzt nicht so das, was ich eigentlich haben wollte. Es geht auch anders. Und dann war die Entscheidung naheliegend, dann eine eigene Brennerei zu kaufen. Erzähl mal ganz kurz für uns, was ist der Unterschied zwischen einem Bierbrand und jetzt hier unser Whisky? Der Bierbrand wird tatsächlich aus dem Bier gemacht. Und, mit Hopfen? Bier Hopfen? Hat natürlich Hopfen, genau. Ja. Aha, okay. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zur Whiskyherstellung. Ja. Beim Whisky darf man natürlich keinen Hopfen verwenden. Wenn der dabei wäre, hätte man wieder einen Bierbrand. Im Prinzip ist der Whisky eigentlich auch ein fast gereifter Bierbrand ohne Hopfen. Ne? Sehr gut. Ich bin immer wieder dabei, eine Definition für Whisky zu finden, der gut ist. Und da war ein Gerstenbrand. Und er war irgendwie, nein, Bourbon ist auch Whisky. Deshalb kann es auch Getreidebrand. Ja. Okay, gut. Und dann gehen wir so weiter. Und dann muss es fassgelagert sein. Ja, die Welt hat unterschiedliche Definitionen, was Whisky denn so ist und was es nicht ist. Also ich bin der Meinung, Bierbrauer machen oft besseren Whiskys als Schnapsbrenner. Erst einmal, weil der Grundstoff von dem, was da ist, wird durch unsere Gärung erzeugt. Und so von daher, sehr, sehr schön. Wir gehen gleich in den Shop und schauen ein paar eurer Produkte denn an, ja? Ja, gerne. Gut, jetzt sind wir im Verkaufsraum und Peter, erzähl mal ein bisschen von deinem Whisky-Portfolio. Okay, gerne.
Ja, wir haben ja bei den Whisky-Chargen, die wir erstmal brauen, zwei verschiedene Rezepturen. Einmal eher malzbetont und einmal torfig. Das sind so die Grundrezepte. Und die werden in unterschiedlichen Fässern natürlich dann wieder gereift. Das ist jetzt diese malzbetonte Charge, in dem Fall im Bourbonfass gereift. Und der Affe, der hier drauf ist, den sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Ja, hätte ich sonst gefragt. Das ist nämlich eine Legende, ein legendärer Affe, sagen wir mal, aus Köln. Der hat tatsächlich auch gelebt. In den 80er Jahren ist er dann mit seiner Freundin Susi im Kölner Zoo ausgebüxt und auf der Flucht erschossen worden. Leider, ganz tragisch, die Geschichte. Und ja, der ist im Todeskampf noch mit erhobener Hand dann gestorben und ist zum Freiheitshelden von Köln erkoren worden. Ne? Das heißt, mit unserem Whisky trinkt man dann auf die Freiheit und die Liebe. Das ist so das Thema. Sehr gut, das ist ein Single Malt, das heißt 100% gemälzte Gerste hier. Mhm. Das heißt 3 Jahre bis 4 Jahre alt, oder wie alt sind wir schon bei deinen Chargen? Ja, wir sind jetzt im 4. Jahr. Okay, genau. Es ist 4 Jahre alter Whisky. Wie viel Prozent und was kostet diese 0,5 Liter? Der hat, 48%. Mhm. Und der Preis liegt hier bei dem aus dem Bourbonfass bei 44,50 €. So, sehr gut. Und nicht kälteverträglich und kein Farbstoff hinzugetan. Richtig. Bei aller deiner Produkte möchte ich erwähnen. Richtig. Genau. Wie es sein sollte. Genau, wie es eigentlich, glaube ich, auch bei anderen deutschen Whisky-Brennern üblich ist. Ne? Gut. Genau, dann gehen wir hier weiter. Nicht so gerne gemacht. Ja. Genau, dann haben wir hier die torfige Version. Mhm. Und in dem Fall gereift im Quarter Cask, das heißt das 125 Liter Fass von Lafroig. Und hier ist dann 100% torfiges Malz verwendet mit 35 ppm Phenol. Und ja, auch wieder gleiches Alter, die sind so 3 bis 4 Jahre alt und wieder 48%. Hier sind wir beim Preis bei 48,50 und das war diese belgische Torf, ja? Genau, das mit dem belgischen Malz. Die nehmen ein schottisches Torf dafür. Ja. Und okay. Das hergestellt. Sehr gut. Gut, das sind die Single Malts. Und weiter haben wir? Ja, wir haben jetzt noch einen Single Malt. Ja. Das ist die neueste Reihe. Das ist der Funky Whisky. Und hier sieht man den Bittermann-Affen dann mit dem Mittelfinger. Und der sagt, ja gut, ihr könnt mich mal mit euren Sherry- und Bourbon-Fässern, ich will mal was ganz anderes machen. Und hier haben wir dann den Whisky in einem Aquavit-Fass gereift, den Aquavit selber hergestellt und nachher den Numec eingepackt. Und die Geschichte geht halt noch weiter jetzt im laufenden Jahr mit Spiritosen, die wir selber herstellen. Da ist eine Kaffeespiritose aus geräuchertem Kaffee dabei, da ist ein Räuchertee dabei als Spirituose verarbeitet und da sind wir mal gespannt, was dann die Whiskys dazu sagen, die dann da rein dürfen. Ne? Also sehr experimentierfreudig hier. Schön. So, was haben wir noch Gutes? Gut, wir haben natürlich auch noch das Ursprungsprodukt, den New Make ohne Fassreifung. Dann natürlich auch wieder in den unterschiedlichen Malzrezepturen. Mhm. Das ist jetzt hier der aus dem die malzbetonte Variation. Mhm. Gibt es aber auch noch in torfig und demnächst dann auch noch in Schinkenräucherartig, weil wir dieses Buchenholz geräucherte Malz verwenden. Okay. Und das kann man pur trinken, das kann man für Cocktails nehmen. Ja, da kann man eigentlich alles Mögliche machen. Am interessantesten ist immer pur trinken, natürlich, klar. Das lieben ja auch die Whisky-Liebhaber, dass man eigentlich die Sachen pur trinkt und nicht noch irgendwie zum Cocktail. Aber man kann das natürlich auch machen. Jo, super. Und ein relativ neues Label hast du davon hier, ein Rye? Genau. Ja, die Labels haben wir alle mal überarbeitet. Sind jetzt ein bisschen schicker auch aus. Und da ist jetzt auch wieder
Mann, der wegläuft. Mhm. Und das ist jetzt ein Rye Whisky. Wir haben hier 90% Roggenanteil, mhm. 10% Gerstenmalz. Kommt das auch an beide Produkte von Weiermann oder wo bezieht ihr euer Rye, euer Roggen? Der ist jetzt nicht von Weiermann. Nee, okay. Mhm. Genau. Das ist auch nicht vom Melz, also braucht man keine Melz. Genau. Dafür, ne? Das okay. Ist eine andere Geschichte. Und hier haben wir es so gemacht, wir haben drei Fässer belegt mit diesem Rye. Eins davon ist ein Bourbonfass von Woodford. Dann haben wir zwei Virgin Oaks, einmal amerikanisch, einmal europäische Eiche. Oh. Machen davon Einzelfassabfüllung und noch eine vierte Variation als Triple Oak, sozusagen dann ein Blend von den drei Fässern. Und gibt es davon vielleicht so 10 CL Samples, die man haben kann, um das einfach ein bisschen deconstructed set zu bekommen? Haben wir zurzeit noch nicht. Noch nicht. Aber ist eine Idee. Ja. Dankeschön. Ich fand das gerade spannend, einfach mal zu sagen, okay, amerikanische Eiche, europäische Eiche und First Fill Bourbon, wahrscheinlich Woodford Reserve hast du gesagt. Ja. Und dann die drei plus die Mix. Also ich fand das echt. Ja, ja, das so. Kann man gut machen. Ja. Das ist eine gute Idee. Der hat jetzt 55%, also ja? Die ganze Reihe hat immer 55%, also relativ stark. Ja. Nähe Fassstärke. Und ja, kostet 52,50 Euro die Flasche. Die gibt es in nur 500 Milliliter und auch in 200. Also alle unsere Produkte gibt es in 500 und 200 Milliliter. Genau, dann musste ich praktisch dann da 4x200 haben, damit ich mein eigenes Set machen kann. Cool, das ist sehr, sehr schön. Gut, okay. Haben wir irgendetwas vergessen oder was ist ganz oben? Ist das, hast du auch schon gehabt, oder? Ja, da haben wir jetzt auch wieder den, den Torfigen. Ja. Den gibt es ja in, auch in verschiedenen Variationen aus dem Quarter Cask oder aus dem Portweinfass. Oh ja. Und ja, und weitere Variationen sind in Arbeit. Super. Ja, hier haben wir zum Beispiel ein Fass, das haben wir jetzt ausrangiert. Das hatten wir mehrmals auch mit Bier belegt. Die Bierbelegung mit den Fässern, das hat schon angefangen, bevor ich die Brennerei aufgemacht habe. Und deswegen sind die jetzt übrig. Jetzt machen wir es allerdings so, dass wir die bierbelegten Fässer rüber in die Brennerei schaffen und dann mit unserem New Make belegen. Sodass wir dann auch wieder ein ganz spezielles Aroma haben. Verschiedenste Bier. Wir haben eine Biersorte, die nennt sich Blackout. Das ist ein starkes Stout mit 12%. Durch die Reifung im Fass, das sind dann in der Regel Whiskyfässer, kriegt das nochmal Alkohol mehr. Das sind wir bei 14% für ein Bier, das ist schon ganz ordentlich, deswegen Blackout, Name ist Programm. Zweite Variation ist ein Knockout, das ist ein sogenannter Barleywein, ein sehr starkes Bier, das kommt dann auch um die 12%. Und das ist dann so praktisch die Vorbelegung für uns dann in der Brennerei und da sind wir auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Super. Also man kann auch diesen Laden hier besuchen. Habt ihr bestimmte Öffnungszeiten? Macht ihr Tastings? Wie kann man euch online finden? Ja, ihr findet uns online bei pittermanns.de. Wir haben freitags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Das ist hier unser Werksverkauf. Ansonsten kann man auch anrufen oder eine Mail schreiben und so spontan vorbeikommen. Wenn wir Zeit haben, dann machen wir den Laden auch gerne zwischendurch mal auf. Das ist gar kein Problem. Online gibt es dann auch die Produkte im Shop zu kaufen für Leute, die jetzt weiter herkommen. Wir machen auch Tastings, wir machen reine Whisky-Tastings, wir machen auch die Tastings mit unseren anderen Produkten, mit Gin, Geneva und Likören. Man kann sich auch jederzeit mal hier umschauen oder auch mal fragen, kann ich mal in die Brennerei schauen, das geht auch, machen wir auch immer gerne. Und ja, das sind so die Sachen, die wir machen. Das Ganze wird immer weiter ausgebaut, auch mit verschiedenen Tastings, mit Food Pairing. Das machen wir demnächst im Sommer dann auch noch. Und so kommt man immer wieder auf neue Ideen. Und ja, es bleibt für uns spannend und denkt mal auch für die und für unsere Kunden. Super. Adresse vielleicht? Wo seid ihr in Köln? Wir sind in Köln Bilderstöckchen. Das ist die Geldernstraße 109. Ist ein Wohngebiet, gemischt Gewerbe auch, aber im Hinterhof haben wir halt die Brennerei, vorne ist Wohnhaus, da geht man erstmal in den Shop rein und durch diesen Laden geht man in den Tasting Room und weiter in die Brennerei dann. Peter, vielen Dank für deine Zeit und es lohnt sich hier vorbeizukommen. Du bist auf ein paar Messen auch im 2024, du bist in Hattingen, wo noch?
In Hattingen bin ich, in Düsseldorf bin ich dabei und natürlich bei dem bei der Messe bzw. Festival der Deutschen Whiskybrenner in Ebersdorf heißt es, glaube ich. Genau. In Bayern ist das, ja. Bayerischer Wald. In Wuppertal ist ja auch eine schöne Messe im September wieder. Und Mülheim, Aquavite. Aquavite natürlich auch wieder, genau. Und ja, das ist so das Programm für dieses Jahr. Super. Alles Gute euch. Whisky Jason hier unterwegs. Bye bye. Tschüss. Danke.